Willkommen zurück in Mass Effect. Ungefähr an der Stelle, wo es uns das letzte Mal durch einen miesen kleinen Bug unsanft das Spielgeschehen vermiest hat. Ja, nur etwa ungefähr 1-2 Meter weiter, ein Stockwerk höher hier in dem Treppenhaus. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir machen jetzt einfach hier problemlos weiter. So, dann sehen wir schon wieder Turianer hocken. Und ein Asari-Klon. Oh, alles weghauen hier. Alles weg. Alles Erfahrungspunkte. Ja, und das war der letzte Knoten. Und somit geht es abwärts für diesen kleinen bösen Turianer. Kannst du schreien, wie du willst, das hilft dir nichts. Ciao, ciao. Ja. Guten Tag. Eine Asari. Ich bin frei. Ich bin Shiala, heißt sie. Mhm. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Na ja. Alles tut die. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Tja, dafür musste sie ja mit ihrem Leben bezahlen. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Scheinbar habt ihr Asari es mal wieder übertrieben. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Er nennt es Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Interessant, interessant. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Dechiffrierer? Mhm. Na denn? Was kann der denn? Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Das stelle ich mir als unmöglich vor. Zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden. Na es denn? Existiert einfach.
Na denn. Dieses Wissen, um Saren aufzuhalten. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Na dann leg los. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Amen. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ja, den Planeten hat man vorher ja noch nicht gesehen, unsere Mission. Guck nicht so komisch. Haben die nichts getan. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Das erfreut uns natürlich ungemein. Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Ja, das erfreut uns ja sehr. Sie sehen ein wenig grün um die Nase aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Wissen Sie, was die Röhre ist oder wo sie ist? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass Saren glaubt, die Röhre sei der Schlüssel zur Vernichtung der Proteaner gewesen. Was es auch ist, es kann nichts Gutes sein. Ach, bist du schlau. Sie haben den Dechiffrierer. Bald werden ihre Visionen klarer werden. Sie werden sie zur Röhre führen. Ich bete nur, dass sie vor Saren finden. Hätte Saren nicht geholfen, müssten wir jetzt nicht so einen Stress machen. Da sie jetzt von den Turianer befreit sind, was planen sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an Ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Aber immer doch. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeny los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, das Commander. Ist doch sehr erfreulich. Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Jo, dann... Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird Ich habe dagegen angekämpft. Ich werde tun, was ich kann. Leben Sie wohl. Dann würde ich sagen, sind wir fertig auf Ferus. Dass ich jemals so froh... Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Lassen Sie mich bitte. Natürlich. Gehen. Kehren Sie gerne zu. Ja, er hat aber auch nicht mehr im Angebot als vorher. Deshalb würde ich sagen, verlass mal die Kolonie so langsam. Weil hier gibt's ja... Nö, nichts mehr für uns zu tun. Deshalb auf zurück zur Normandie. Oh, war das überhaupt hier langsam noch? Jo, wir sind richtig, sehr schön. Ja, diese komischen Gänge hier auf Ferros, die sind immer ein klein wenig verwirrend. Ja, aber da hängt sie. Wir sind richtig. Das ist unser Schiff und kein anderes. Und wieder einen Planeten erfolgreich gerettet. Wieder etwas, was sich unser Commander Shepard auf seine Kappe schreiben kann.
Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Was du nicht sagst. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Es braucht nur eine Weile, bis die Dechiffrierung wirkt. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Genau. Machen. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Alles, was wir gerade eben gesehen haben, nochmal. Das war unglaublich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Alle Erfahrungen mit Commander Shepard sind intensiv. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Und dann? Auf geht's. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, sicher. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Immer diese leuchtenden Augen. Schade, dass Sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten sie die Kolonie retten. Ja, Standard. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Junge, willst du Stress haben? Dann komme ich mal kurz auf das Sitz vorbei und dann klären wir das wie echte Männer. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass Sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Yes, Siggi. Sehen Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Denkst du, ich bin Weichhirn, so wie du, Karan Salarianer? Nee. So, sind wir hier fertig, als ab in Untergrund. Weil da warten ganz viele Waffen auf uns. Ich sag mal so, wir werden jetzt, ich würde mal sagen, wir machen... Das macht wieder nicht viel Sinn jetzt in der verbleibenden Zeit noch irgendeine neue Mission anzufangen. Deshalb führen wir unten mal die heitere Gesprächsrunde wieder. Und das Aufrüsten und Umrüsten mache ich dann wieder alles außerhalb der Aufnahme, also offscreen. Weil die Gespräche, die sind vielleicht noch wichtig für die Story zum Teil, aber das Aufrüsten mal, Umrüsten mal überhaupt nicht. Deshalb ist es ganz gut, wenn wir das Ausrüsten und Umrüsten des Großen nach den Hauptmissionen. Wenn ich das immer außerhalb der Aufnahme mache, dafür haben wir dann später dann mehr Zeit, um anderen Unfug zu veranstalten. Aber wie gesagt, jetzt machen wir noch die heitere Gesprächsrunde hier unten. Jo. Und dann sehen wir weiter. Hey Skipper. Wollen wir einen trinken? Es gibt einen besonderen Anlass. Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren.
In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Na dann. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shang-Chi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Ach so. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Ich hätte das auch selbst rausgefunden. Aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sieh dir an, wer ich bin, Shepard. Hast du je gehört, dass ich um Hilfe gebeten hätte? Es ist nicht so, dass mir nie etwas Schlimmes zustoßen würde. Wenn du lange genug bei mir bleibst, erzähle ich dir vielleicht noch mehr. Aber nur vielleicht. Aber ich komme allein damit klar. Ich brauche keine Schulter, um mich auszumalen. Keinen Ritter, der mich rettet. Und keinen Mann, der mich glücklich macht. Das bin ich. Mir gefällt's. Und dir sollte es besser auch gefallen. Und? Bist du immer noch an mir interessiert? Trotz des ganzen Ballastes? Ne, sieh schon. Jeder hat sein eigenes Bündel zu tragen, Ash. Es geht nur darum, ein passendes Paar zu finden. Das ist ja furchtbar. Sag mir bitte, dass du das Glückskeks hast. Aber sobald wir die Galaxis aus 10 Glückskeksen zusammen besser klar und beginnt, wie eine echte Regierung zu handeln. Die Allianz ist nicht perfekt, aber sie schlägt sich ganz gut. Da muss ich dir leider widersprechen, Skipper. Den Aliens, unser fortschrittlichstes Schiff, übergeben, dem Rat in den Hintern kriechen. Die Allianz sollte fähig sein, allein zu bestehen. Das können wir nicht, noch nicht. Warum lernen wir es dann nicht von den Völkern, die es seit 1000 Jahren tun? Wie kannst du das nach all dem, was wir hier draußen gesehen haben, noch sagen? Sie tun bereits so, als wäre Saren unser Problem. Sie hetzen uns bereits auf ihn. Die Ratsvölker werden immer zuerst an sich denken. Das ist die Natur der Menschen. Wir können es uns nicht erlauben, ihnen zu trauen. Nicht, wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht. Du glaubst an Gott, einen unfehlbaren, allwissenden Schöpfer mit einem Plan für das Universum. Unfehlbar, allwissend? Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, was Gott vorhat, Shepard. Ich denke nicht, dass die Menschen einen göttlichen Auftrag haben, falls du das meinst. Ich denke nicht, dass wir anderen überlegen sind. Menschen sind aggressiv. Wir denken schnell und wir handeln schnell. Unser Drang, ständig vorwärts zu kommen, hat schon zu Kriegen geführt. Der Rat kann das ausgleichen. Das ist... Ich schätze, so habe ich das noch nie gesehen. Ich glaube, wir haben da jemanden von unserer Ansicht überzeugt. Aber dadurch wird das, was meinem Großvater zugestoßen ist, auch nicht besser. Was deinem Großvater zugestoßen ist, hätte niemals passieren dürfen. Gut. Es gibt zumindest eine Person, die das weiß. Und auch noch eine, die den Terra-Stern erhalten hat. Das würde Großvater gefallen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Sache bald überstanden sein wird, aber... Mach dir keine Sorgen, Shepard. Ich werde dich beschützen. Sollte es nicht eigentlich andersrum laufen? Egal. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Das ist der schlimmste Platz für... Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verschwinde. Na dann. Wir unterhalten uns später. Ich freue mich schon darauf, Skipper. So, hier unten haben wir noch hier unten. Garrus, mal gucken, was Commander, er sagt. Was kann ich für Sie tun? Sag auch nicht so los, stand nicht so los, sag was da was. Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie, aber... Wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist.
Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Das erfreut uns. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben. Wenn wir ihn finden... Ups. Falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Wenn sich Saren nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt, dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Genau. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geth? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere. Aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe es. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Jeder ist vielleicht durchgedreht, genauso vielleicht wie mein Vogel gerade schon wieder hier im aber Hintergrund. Ich nicht eingehen. Ja, Sir. So, wen haben wir hier noch hier unten? Rexy Bexy haben wir noch. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Gut. Es ist mir eigentlich. Wie Sie meinen. Ach, bei ihm brauchen wir noch die. Warte mal. Die Familienrüstung, oder? Haben wir die schon gemacht? Nee, gell? Shepard. Sie ziehen es also vor. Ich bin ein Krieger. Bereitet Ihnen das Schicksal. Was zum. Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht. Haben Sie schon einmal daran gedacht? Aber oft genug werde ich dafür bezahlt, Sie zu töten. Bis dann, Rex. So, da hier manche Leute denken, jetzt im Hintergrund irgendwelche Baumaßnahmen starten zu können. Außerhalb hier meiner der Wohnung. Und ich das mir überhaupt nicht für gut heißen kann. Und da wir sowieso schon am Ende der Aufnahme sind und ein großer der Gespräche auch nicht wirklich was mit der Story zu tun hat, nur halt zum Teil haben wir von Ashley ein bisschen was erfahren und von Garrus, aber der Rest, naja, mehr oder weniger auch nebensächlich, jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, haut rein, ciao, ciao.